Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Rollenspielspaßes und willkommen zu The Outer Worlds, aufgenommen im Livestream, die erste Folge vom Let's Play. Ich habe ein bisschen gequatscht am Anfang und jetzt drücken wir einfach mal auf neues Spiel. Achso, Spaziergang, normal, hart, Albtraum, normal. Gespräche, Gesprächsuntertitel ein, Untertitel für Zwischenrufe ein, Untertitel für Zwischensequenzen ein. Das ist, das wollen wir so. Und damit geht es los. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Cortano, ernsthaft? Warum hast du gerade... Hä? Okay. So, jetzt müssen wir uns unseren Charakter hier erstellen. Gut, dass wir keine Vorschau haben. Attribute. Stärke, durchschnittlich, okay. Wie geht das jetzt mit dem Punkt? Ah, okay, verstehe. Also durchschnittlich ist, Rather anemic, but at least you'll fit in. Ich bin bei sowas immer ganz schlecht, bei Charakter erstellen. Weil ich mich meistens nicht entscheiden kann, was ich machen will. Wir müssen erstmal gucken, was wir hier... Also Stärke. Beeinflusst den Schaden von Nahkampfwaffen und deine maximale Traglast. Betroffene Fertigkeiten. Einhand-Nahkampfwaffen, Zweihand-Nahkampfwaffen, schwere Waffen, Blocken, Inspiration... Inspiration? Einschüchtern. Klar, wenn du so ein Muckiprotz bist, ist klar. Tragekapazität 80 Kilo. Gut, Geschicklichkeit. Ich würde immer gerne alles haben. Charisma... Geisterhaltung. Also, ich bin ja immer gerne schlau, ne? Intelligenz beeinflusst den Bonusschaden von kritischen Treffern. Betroffene Fertigkeiten, Langwaffen, Überzeugung, Hacken, Medizin, Wissenschaft, Entschlossenheit. Das finde ich schon mal gut. Wahrnehmung. Wahrnehmung beeinflusst den Bonusschaden von Kopf- und Schwachstellentreffern. Handfeuerwaffen, Langwaffen, schwere... Oh ja, das finde ich auch gut. Charisma. Was ist Geist... Geisteshaltung, verbessert deine natürliche Lebensregeneration. Lügen, Schleichen, Medizin, Technik, Entschlossenheit. Gehen wir mal auf. I bet you could thaw yourself with sheer rage. So, Charisma finde ich wieder gut. Jetzt ist die Frage, machen wir Stärke oder machen wir Geschicklichkeit? Am besten von allem etwas. Naja, das ist immer so, eigentlich sollte man gucken, dass man ein was schon gut kann. Stärke bei... Okay. Stärke würde ich jetzt eigentlich nur machen, um die Traglast zu erhöhen, ne? Weil irgendwann ist, wir kennen das Spielchen ja, ist das Inventar halt voll. Ich würde sagen, wir gehen auf die Geschicklichkeit, weil da geht's auch, ich bin gerne jemand, der Handfeuerwaffen benutzt. Deswegen finde ich hier, also Langwaffen, Handfeuerwaffen, wenn wir das beides
pushen können. Und jetzt haben wir noch 3 Punkte, die wir vergeben können. Jetzt ist die Frage, Charisma ist immer ganz gut bei Gesprächen. Da gehen wir schon mal auf hoch. Jetzt haben wir... Hä? Achso, ja, wir haben noch 2 Punkte. Jetzt die Frage, können wir eigentlich das so lassen und gehen sogar bei... Und gehen bei Stärke auf 1 hoch. Das heißt, wir haben nur Geisteshaltung durchschnittlich. Okay. Fertigkeiten. Verfügbare Punkte 2. Das ist nicht wirklich viel. Ich gehe auf Fernkampf. A crack shot. Capital. Fernkampffertigkeiten verbessern das Fadenkreuzschwanken und die Chancen auf kritische Treffer bei Fernkampfwaffen. Jeder Punkt bei Fernkampf erhöht die Fertigkeiten Handfeuerwaffen und Langwaffen und schwere Waffen bis zum Maximum von 50 Punkten. Ab 50 kannst du dich spezialisieren und Punkte direkt auf Handfeuerwaffen, Langwaffen oder schwere Waffen verteilen. Okay, können wir auch gleich direkt 2 Punkte vergeben? Ne, wir können jetzt hier nur ein, man kann quasi nur 2 Fertigkeiten auswählen. Und wir gehen mal auf Dialogoption. If we're ever captured, I'll let you do the talking. Dialogfertigkeit. Die Fertigkeit Lügen kommt in Gesprächen zum Einsatz. Außerdem können Robotereinheiten, die dich angreifen, Verwirrung erleiden. Aha, greifen langsam ihre Verbündeten an. Okay. So, dann noch weiter. Begabung. Keine erkennbare Befähigung. Was ist das denn? Entschlossenheit plus 1. Getränkeeffektdauer. Getränkebereitstellungstechniker. Bürokrat. Rang 0. Blocken. Juniorkassiererin ohne Leid. Ich finde die Beschreibung lustig. Das hat schon ein bisschen was von Fallout, ne? Ist ja auch von den Fallout-Entwicklern. Hallo Liam, servus. So, Baubetrieb, Schockschaden erhalten. Wie viele Punkte haben wir hier? Was du? At least you're not claustrophobic. Ach, 1 dürfen wir uns ja nur auswählen, okay. Endstrahlen erhalten. Nährzusatzstoff, Testerin. Nahrungseffektdauer plus 3%, Hausmeister. Inspiration, Medizin. Wissenschaft. Nahkampfwaffen. Haben wir noch was für Fernkampfwaffen? Juniorkassiererin ohne leitende Tätigkeit. Keine Transaktion endet ohne ein Lächeln. Du lebst über das Ka-Ching eines richtig herum eingelegten Bit-Moduls, der Einlösung von Treuepunkten und dem Versprechen eines guten Tags. Schönen Tag noch, kommt bald wieder. Sind mehr als leere Worte. Sie sind ein Versprechen, eine Standarte, die du in die Grenzregion tragen wirst. Überzeugung plus 1. Das ist für Gespräche bestimmt ganz gut. Oder... Das ist echt schwer. Oder Medizin. Na, Mattes, nach New York geht's. So, wir machen mal Medizin. You can do something about this, lump in my neck. Genau. So, dann weiter. Aussehen. So, wollen wir als Frau oder als Mann spielen? Als Mann, klar. Ach du lieber Himmel. Ach du Scheiße. Vor allem, man kann ja noch 5 Millionen Sachen einstellen. Das wird lustig. Warte mal, ich hatte hier eigentlich schon... Guck mal, du gefällst mir, aber du bist mir ehrlich gesagt ein... So. Augenfarbe... Braun horizontal. Eieiei. Okay. Braun Tiefe. Kann man.
Ah, okay, ich verstehe. Machen wir mal ein bisschen markanter hier. Was kann man hier einstellen? So, braun vertikal. Augen horizontal. Ah, okay. Das können wir mal so lassen. Größe. Genau, wir machen hier. Schau mir in die Augen, Kleines. Augen vertikal. Können wir auch so lassen. Kiefer. Hallo Black, servus. Wenn ich jetzt irgendjemand überlese, seht's mir nach. Mund. Okay. Mund. Ja, das ist auch okay. Nasengröße. Ja, der kriegt einen richtigen Zinken ins Gesicht. Finde ich fast ein bisschen wenig, dass man den nicht noch eine größere Nase geben kann. Aber der kriegt einen richtigen Zinken auf jeden Fall. Nasenneigung. Oh ja. Hihihihi. Eine Hexennase. Oder ein Stupsnäschen. Dann geben wir ihm mal tendenziell ein Stück mehr Hexe. Nasenbreite. Komm, du bist hier unser Rüssler. Ja, du kriegst so einen richtigen fetten Rüssel in die Fresse. So. Ja, damit es so richtig bescheuert noch aussieht. So, und jetzt die Wangen. Okay, das ist relativ lame. Haare, was haben wir denn da zur Auswahl? 30 Frisuren. Nee. Okay. Wir kommen denn schon etwas näher. Oh, wir können hier. Wie heißt der bei Harry Potter hier? Der komische Lehrer da für Zaubertränke. Habe ich vor, Mattes. Snape, genau. Guck mal. Also, ich finde es schon lustig, aber irgendwie finde ich es dann doch ein bisschen übertrieben, die Frisur. Aber ich hatte hier am Anfang irgendwas gesehen. Genau, das hier. Ha. Haarfarbe. Oh, was sind das? Geile Farbe, aber ich suche eigentlich. Ja. Das gefällt mir. Braunfarbe. Ach ne, Braunform. Ach du Scheiße. Guck mal, das ist doch. So ein bisschen Spock-mäßig. Gesichtsbehaarung. Na, komm her hier. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist ein rischer Mann. Bartfarbe. So. So, was haben wir noch? Merkmale. Schminke. Okay. Oh ne, das finde ich eigentlich eher. Guck mal hier so ein bisschen leichten Kratzer. Dreck. Oh ne, Dreck will ich nicht in der Fresse haben. Narben. Guck mal hier. Noch eine Narbe. Und jetzt Alter. Okay, wir können ihn einfach noch ein Stück älter machen. Ja, ein bisschen älter. So. Dann weiter. Name. Lauch. Lauch oder O'Hare? Wie wollen wir den Kollegen nennen? Professor Lauch. Okay. Wird es so geschrieben? Nein, wir machen einfach Lauch. Ich glaube, Lauch ist gut. Sir Lauch. Nee, wir machen einfach Lauch. So, Zusammenfassung. Wir können also alles so ein bisschen. Wir haben Charisma auch noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir können ganz gut quatschen.
Mein Ziel ist es eigentlich so, sich so ein bisschen auf Handfeuer- und Langfeuerwaffen zu konzentrieren. Also so ein bisschen standardmäßig. Ich bin nicht so der Nahkämpfer. Wir können am Anfang ein bisschen Medizin, das heißt, wir können uns gut heilen. Und wir können auch wieder ein bisschen mehr tragen direkt zum Anfang. Looks to be your lucky day, my friend. Please power down your engines and prepare to be not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Terra 2, Orbitallabor. Status, structural integrity down 25%. Power levels down 25%. Shit. Okay, unser Schiff sieht nicht mehr so gut aus. Passt das so von der Lautstärke eigentlich? Kann man das der Chat mal beantworten? Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Tschüss! Das ist schon cool, wie das Spiel in einigen Punkten so optisch hier diese Bilder schon große Ähnlichkeiten zu Fallout hat. This thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one of a kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. I'm... all the colonists are counting on you. Oh. Das sieht mir eher nach einer Bruchlandung aus. Fetzig aus.
So, also er. Das sieht aber eher aus, ob das eine. War das ein Typ oder war das. Ja, das war ein Typ. Also er hat genau auf dem Beacon gestanden. So, ja, WASD. Spacebar ist. Zweimal Base. So wie springen. Wow. Okay. Was war das für ein Lachen? Kann man auch Third Person spielen? Ne? Was ist das? Sind das irgendwelche Viecher? Ach hier, das sind die Viecher sind das. Schnucki! Das ist ja... So, wo muss man hin? Oh, der sieht aber auch nicht mehr so... What the fuck? Plündern! Adreno! Benutze beim Schleichen hohes Gras, Felsen oder andere Deckung, um dich vor Gegnern zu verstecken. Du kannst dich so an Feinde heran vorbeischleichen oder aus besseren Positionen heraus Kampf eröffnen. Okay, wir plündern ihn. Adreno. Was auch immer das ist. Die Aufmerksamkeit von den Köpfen der Feinde zeigen an. Ah, okay. Ob sie unwissend, misstrauisch, aufgeschreckt oder alarmiert sind. Oh oh. Ja, so ein bisschen wie bei Greedfall mit dem Auge. Okay, das haben wir geschafft. Ah ja, speichern. Gibt es ja auch einen Schnellspeichern? Ah ja, F5, okay. What the fuck? You see now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Das war, glaube ich, gerade sehr laut. Ah, super. Dein Leben ist sehr niedrig. Verwende den medizinischen Notfall-Inhalator, um dich zu heilen. Jede Verwendung des Inhalators... Danke, dass das... Okay, F. Ah ja, da ist übrigens jemand. Wache. Ist der jetzt auf unserer Seite oder ist der jetzt... Ah, okay, der will uns nichts Böses. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Medizin, halt still, ich flieg dich wieder zusammen. Was ist passiert? Was ist passiert? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Okay. Also er hat sich hier in Deckung gebracht. Hallo Mr. Sprotte, Servus. Jetzt können wir immer noch... Was hat das mit dieser Plünderung auf sich? Was hast du hier draußen getrieben? Du versteckst dich in einer Höhle und hast den Ausgang blockiert? Du bist so gut wie tot. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Ach, guck mal, überzeugen. Ich habe eine bessere Idee. Gib mir deine Waffe und ich hole Hilfe. Lügen? Jemand hat illegal sein Schiff gelandet. Ich werde sie für dich zur Strecke bringen. Einschüchtern? Du bist ein Idiot. Gib mir deine Waffe, bevor du noch drauf gehst. Okay, wir sind nett, wir machen mal die 1. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo.
not counting the bullet in my side. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. Hat er gerade den irgendeinem Werbeclip nachgequatscht? So, ja, diesmal habe ich es hingekriegt. Kannst du mir sagen, wo ich bin? Weißt du etwas über die Hope? Ich gehe dann mal. Kannst du mir sagen, wo ich bin? You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Okay, jetzt wissen wir ungefähr, wo wir sind. Ja, weißt du was über Hope? The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Okay. Nee, bin ich nicht. Dann halt, wir gehen da mal. Tschüss! Und ich würde auch vorschlagen, an der Stelle beenden wir die erste Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Im Stream geht es jetzt weiter. Die erste Let's Play-Folge von The Outer Worlds ist ja beendet. Wir haben unseren Charakter erstellt. Wir sind hier irgendwie gelandet. Wir haben diesen Typen hier entdeckt. Und müssen jetzt die Plünderer irgendwie finden. Aber das machen wir in der nächsten Folge. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.